dum, 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 Aber dum, weißt du, dum. bei Banshees immer. Warum immer ich? Keine Ahnung. Du hast so eine Aura an dir. Vielleicht mögen sie deine schon Stimme. Wieder die beiden Räucherstäbchen. Ach, wie schön. Toll. Vielleicht mögen sie deine Stimme, vielleicht mögen sie dein Aussehen, vielleicht mögen sie deinen Geruch. Da fühle ich mich aber geehrt. Oh, ich glaube, das darfst du auch. Vielleicht bist du genauso wie Benji, deswegen sind sie so verwandt mit dir. Verwandt? Das glaube ich, das könnte sein, ja. Kamera oder Taschenlampe? Nimm die Kamera. Whee! Hier ist überall kalt, oder? Oder was ist so Normaltemperatur? Es ist kein Strom an, also ist überall kalt. Wir sind draußen. Wo bist du? Wo bist du denn? Auf Wiedersehen. Goodbye. Foxy, wo bist du? Goodbye. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao. Arrivederci. Tschüss. Ja, wo ist sie denn? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Goodbye. Auf Wiedersehen. Tschüss. Goodbye. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Goodbye. Wo bist du überhaupt? Goodbye. Ja, hier im. Goodbye. Auf Wiedersehen. Da, wo deine Hand gerade durchguckt. Auf Wiedersehen. Tschüss. Goodbye. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wie alt bist du? Nein! Fragst nicht sowas! Geht es auf mich? Ja! Hast du gerade erst noch das SCH-Wort gesagt, Lea? Nein. Wo bist du? Nein. Nein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich wollte gerade Lea fragen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Nimm das auf Wiedersehen an, ansonsten landest du im Lagerfeuer. Goodbye. Auf Wiedersehen. Goodbye. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Goodbye. Tschüss. Danke. Auf jeden Fall, bis man das Vampir ist. Warte. Er wurde gefragt, was er ist? Dass er Vampir ist. Dass er was ist? Achso, Vampir. Vampir, okay. Vampir hier, okay. Er ist Vampir. Ja, Pia, sorry. Temperatur. Mehr bei dem Platz rechts. Mehr beim Platz rechts. Hat nämlich vorhin das Licht angemacht. Hier? Ja, entweder Pier. Ja, Pier auch. Haben wir das eine Sache? Achso, sorry. Wo bist du? Io! Alter, war das laut. Sorry. Also die Box, nicht du. Also, EMF5, Fingerdrück oder Geisterorb? Ich hab mal eben schnell Tabletten genommen. Ich hatte nur noch 1%. Sehr schick. Warum wohl? Ich weiß nicht, weil du auch eine Frage gestellt hast, die für mich gezählt hat. Nein, ich bin auch auf 25%. Ah. Soweit links. So. Also ein Orb haben wir nicht. Ich komme mit den Sensoren vorbei.
Kann man sich auch nicht wirklich verstecken. Dem Aktivitätsmuster nach könnte es ein Zwilling sein. Ah, der hat ja immer das Licht angemacht. Wo genau hat das Licht angemacht? Bei der Kühlbox außen beim Bier. Also, da wo die beiden Stühle sind. Da hinten. Wo hinten? Da hinten oder da hinten? Rechts hinten. Hä, wo kann man denn hier Licht an- und ausmachen? Ja, der ist gerade am Pier. Aber wo kann man hier denn Licht an- und Licht an- und ausmachen? Ja. Event oder Jagd? Nee, Jagd. Jagd. Hat nur einen großen Nachteil. Ich höre nicht, wann er fertig ist. Hallo, Lea. Nee, der scheint da immer noch Vampir zu sein. Oder in der Nähe. Das ist er?
Bewegungssensors gerade. Also wir können Orb ausschließen, Dots anscheinend auch nicht, kein Buch, hä? Naja, Dots sowieso nicht. Dots war ja schon nach den ersten beiden Dingern weg. Ein Buch auch. Also entweder Geisterorb, EMF5 oder Fingerabdrücke. Eins von diesen dreien. Orb auch nicht. Zwillinge oder Mimik? Also EMF5 oder Fingerabdrücke. Und wenn wir keinen Orb haben, kann es auch kein Mimik sein. Also vielleicht auch Zwillinge? Der Orb beim Mimik zählt doch eh nicht. Der wird nicht mit berechnet. Ich weiß, aber ein Mimik taucht doch trotzdem mit dem Orb immer auf. Oder nicht? Ja, aber wir... Stimmt. Der hat doch immer diesen Fake-Orb mit dabei. Ja, dann haben wir die Zwillinge. Also EMF5. Ja. Also sind die Zwillinge. Das andere macht auch gar keinen Sinn. Wir brauchen Räucherstäbchen. Das Problem ist aber, wenn wir uns irren. Ich lasse das mal so. Jagd. Oh, die ist doch schon ziemlich... Wie hat die mich gefunden? Okay. Hey, ich war Mucksmäuschen still. Sind beide kurz vor dem Ausgang gestorben. Ich war mucksmäuschen still. Der kam einfach in das Zelt rein. Nein, der kam aus der Richtung und das stimmt schon. Aber wie? Ich habe keinen Mucks gegeben, von mir gegeben. Zu sterben mit einem nicht angezündeten Räucherstäbchen. Ich habe ja auch kein Feuerzeug dabei gehabt. Oder sie hatte kein Feuerzeug dabei. Sie hatte kein Feuerzeug. Warum nimmt man ein Räucherstäbchen ohne Feuerzeug mit? Mach ich immer. Das schreibe ich hier jetzt auch. Was gibt's sonst an Beweisen? Also es ist auf jeden Fall ein Mimik, weil wir haben keinen Orb. Zwillinge meine ich. Weil wir haben keinen Orb, so rum. Gefriertemperatur. Ja, wir haben halt Ausschussverfahren. Also letztes wäre dann eben bei 5. Sehr wahrscheinlich. Und das war auch gerade der schnellere Zwilling von den beiden. Ja. Bin mal kurz weil beide Zwillinge haben unterschiedliche Bewegungsgeschwindigkeiten. Das Fake ist, soweit ich weiß, schneller als das Original. Also sie wurde vom Fake getötet. Wir sind fertig, ne?
Sister, guck mal, wieder zwei Aktivitäten aufeinander. Das machen nur die Zwillinge. Wir fahren. Wie kommst du denn darauf? Es gibt auch andere Geister, die solche Kurven machen. Ja, wenn sie zwei Ereignisse aufeinander machen, ja, aber